Freunde, herzlich willkommen zur 15. Folge Ravenport. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir machen heute auf der Wiese weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Muss ja fertig werden. Ich denke mal, dass wir es auch diese Folge eigentlich schaffen sollten. Dem dürfte doch eigentlich nichts im Wege stehen. So. Und auch das mit dem Wenden klappte doch recht gut. Also bin ich da guter Dinge, dass wir diese Folge fertig werden damit. Dann werden wir nächste Folge, wenn nicht vielleicht sogar schon heute, gucken einfach, wie gut wir hier vorankommen, uns den Ladewagen mieten. Ich denke einfach, da macht Sinn, den größten zu nehmen, den wir finden können. Wobei wir da mal nach Leistung gucken müssen. Wir haben irgendwie, glaube ich, 350 PS hier am John Deere. Wenn wir uns den größten damit schnappen können, dann tun wir dies. Ansonsten, ja, einen, den wir auch wirklich ziehen können. Sammeln das ganze Zeug hier fix auf, bring's in unser Lager rein. Ich wollte ja erst Ballen pressen. Hatten wir das jetzt aber, also hatten wir auch Folge 13 war es dann, glaube ich, auch so quasi besprochen. Ich habe da aber nochmal drüber nachgedacht, die Presse nochmal mieten, den Sammelwagen für die Ballen nochmal mieten. Das sind dann doch nochmal ein paar Kosten, die man sich echt sparen kann eigentlich. Stattdessen mieten wir uns nur den Ladewagen. Und sind auch eigentlich wahrscheinlich, ja gut, schneller. Ist so eine Frage, ob wir dadurch schneller fertig sind, keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen. Ja, auf jeden Fall spart uns das Geld, und das so, dass wir noch die Schafweide hoffentlich platzieren können mit, ich weiß jetzt gar nicht, was ein Schaf kostet, aber ich hoffe mal, dass wir vielleicht noch so 20 bis 30 Schafe uns schon mal leisten können, damit die auch tatsächlich schon gleich ein bisschen produktiv sind. Bringt uns ja nichts, wenn wir jetzt so 5 Schafe haben, da warten wir auf so eine Tonne Wolle oder 1000 Liter Wolle, warten wir dann gefühlt ein halbes Jahr. Da habe ich dann auch nicht so Bock drauf. Was halt tatsächlich nur gerade blöd ist hier, so wie ich fahre, dass ich eigentlich meine zweite und dritte Rundspur kaputt fahre, die wir hätten so schön mit dem Ladewagen fahren können. Ja gut, egal. Dafür haben wir hinterher nicht so viele verknebelte Ecken. So. Pedale. Ja, ich stehe immer mit dem einen Fuß auf der Kupplung. Ich werde es, glaube ich, tatsächlich, sobald ich mit dieser Aufnahmesession fertig bin. Denn jetzt weiß ich gar nicht, kann man das jetzt auch in-game ändern? Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Die Tastenbelegung, die kann man, glaube ich, in-game nicht ändern. Aber wenn die Aufnahmesession hier durch ist, dann werde ich mir die Bremse einfach aufs Kupplungspedal legen. Das fühlt sich cool, also besser an. Man kann die Beine ein bisschen weiter auseinanderstellen unten, weil ja, die Pedalerie ist schon sehr eng. Und man kann wahrscheinlich viel smoother auch bremsen und rückwärts fahren. Lässt sich besser handeln. So, ja, dass wir hier diese Folge fertig werden, da bin ich absolut guter Dinge. Ich sehe, das Feld selbst haben wir gleich durch. Und da vorne ist dann auch schon bald das Ende in Sicht. Die Bahnen werden dann kürzer. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, dass wir diese Folge durch sind damit. Dann haben wir wenigstens die Wiese hier nicht komplett verschenkt. Wenn ich sie jetzt umgepflügt hätte, ja, wir hätten quasi einmal Gras verschenkt. Wenn es schon mal komplett ausgewachsen dasteht, auch wenn es nicht gedüngt war, denke ich, macht es so Sinn, sich das zu greifen. Auch wenn wir dafür quasi Kosten hatten, wegen der Geräte. So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier halbwegs irgendwie rumkommen, ohne uns die ganzen Schwaden richtig kaputt zu fahren. Ja, sieht okay aus. Das
Kriegen wir hin. Ja, die Zeit, ich sehe es gerade, steht immer noch auf einfacher Geschwindigkeit. Das lassen wir jetzt auch tatsächlich, bis die Leihgeräte durch sind. Ja, es ist ein bisschen schon wieder Schummelei hier am Start. Normalerweise hätten wir es hochstellen müssen, aber dann würden wir auch richtig Geld hierfür hinlegen, für die ganzen Leihgeräte. Ich weiß auch nicht, wie rechnen die? Eine Stunde haben wir ja nicht gebraucht. Rechnen die eine angefangene Stunde oder tatsächlich ab der Zeit, wo man sich das mietet? Weil ansonsten wäre es jetzt gleich beschissen. Ist nämlich in 2 Minuten ist eine Stunde um. Und dann müssen wir die zweite Stunde wahrscheinlich bezahlen, obwohl wir sie überhaupt nicht benötigt haben. Also sollten wir hier richtig Gas geben. Gut, wobei in 2 Minuten, jetzt nur noch 1 Minute, werden wir es eh nicht mehr schaffen. Ja, ich werde jetzt hier auch diese so kleine Fitzel, soll egal sein. Wiese wächst ja eh wieder nach. Auf dem Feld fliegen wir sie weg, fällt also nicht auf. Das ist nichts Wildes. Wir haben genug genug Gras bekommen wir hier raus. So dass wir da erstmal gar keine Probleme haben sollten. Jetzt aber nicht den ersten Schwad. Doch. Fahren wir den auch ein bisschen kaputt. Viel zu doll ausgeholt. Wobei ich vermute, da je weiter wir jetzt hier nach rechts rüberkommen, werden wir auch den ersten Schwad gleich kaputt fahren jedes Mal. Aber das macht nichts. Aber es lässt sich mit dem Lenkrad, da er halt die Zentrierfeder komplett aus ist, also es ist halt ganz leicht, lässt sich das lenken. Es stellt sich nicht automatisch zurück in die Mitte. Lässt es sich doch irgendwie besser fahren als mit dem anderen Lenkrad. Ich gewöhne mich da jetzt schon dran, habe ich das Gefühl. Vor allem hat man halt bei dem Seitec-Lenkrad diesen Knauf drauf, wie bei einem Gabelstapler oder halt in einem Traktor. Die haben ja diese Lenkknauf. Man war doch nicht ganz so schnell und agil, wie ich das immer eigentlich gedacht hatte. Man kann so viel, viel schneller lenken. Und ich denke mal, da werde ich wohl auch einfach bei dem G29 bleiben. Und das andere Lenkrad einfach zurückgeben. Ich meine, es ist ja, hat ja eh ein weg. Dann sollen die das gar nicht reparieren. Ich möchte es einfach gar nicht mehr haben. Nehme ich das Geld zurück. Ah nee, ist auch blöd. Dann müsste ich auch eine von den Seitenkonsolen abgeben. Denn das Lenkrad habe ich in dem Bündel gekauft und habe dazu noch so eine zweite Konsole gekauft gehabt. Dann müsste ich mir jetzt mal extra eine einzeln kaufen. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das geregelt und geklärt bekomme. Das soll nicht eure Sache sein. Da kümmere ich mich drum. So. Fertig. Dann machen wir mal eben alle Geräte erstmal hoch. Das war hier so. Das bitte ausschalten. So, dann werden wir, da wir eh runter müssen, können wir da auch runterfahren. Müssen uns ja den Ladewagen jetzt abholen. Klar würde es sich besser fallen lassen, ohne jetzt die Geräte darunter zu eiern, aber mein Gott, gehört sich so. Wir haben es uns da ausgeliehen, dann bringen wir es da auch wieder hin und geben es dann zurück. Ich werde jetzt auch mal versuchen, wegen der Qualität meiner Videos, die in
ja, quasi 100% von dem, was ich aufgenommen habe, das auch in der Qualität zu rendern. Ich fürchte, dann werden die Videos wahrscheinlich schweinegroß. Aber ich will es einfach mal ausprobieren, wie lange dauert das Rendern an sich dann bei so einem Video und wie lange dauert es, wenn ich da, ja, ich schätze mal, so 20 GB pro Video dann hochladen will. Und ob das tatsächlich auch einen Unterschied macht von der Qualität her. Letzten Endes, wenn sie dann bei YouTube sind und ihr euch die angucken könnt, ob sich das deutlich bemerkbar macht, ob sich das lohnt, die Zeit dafür einfach aufzuwenden. Also ist halt nicht meine Zeit, aber der PC läuft halt dann quasi 24/7 ununterbrochen, weil er am Rendern und Hochladen ist. Da bin ich mal gespannt. Werde ich kompletten Folgen von dieser Aufnahmesession werde ich mal so machen. Dann gucke ich mir das Ergebnis an. Da könnt ihr dann auch gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Also die Folge gestern, heute und auch die nächsten drei Folgen, also sprich die von den Weihnachtsfeiertagen. Die werde ich alle heute aufnehmen. Mist, ich hätte da schon irgendwo reingemusst. Ja, da könnt ihr ja dann mal einfach eure Meinung dazu schreiben. Seht ihr den Unterschied? Ist euch das egal? Wollt ihr die, wenn ein Unterschied da ist, möchtet ihr die Qualität behalten oder gebt ihr euch mit der Qualität von vorher zufrieden? Dann dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, was ihr davon haltet, und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist immer ein bisschen Gesprächsgrundlage da für die Kommentare, so dass ihr euch da fleißig beteiligen könnt. So, jetzt sind wir da. Wir geben den Kram zurück. Garage, gemietete Fahrzeuge zurückgeben. Ja. Ich glaube, bezahlen tun wir tatsächlich erst später. Kann das sein? So, Ladewagen. Größte. Ja, zurück. 56.000 Liter, 56.000 Liter, wobei der sogar noch teurer ist. Leistung ist völlig egal, Konfiguration mit Aufbau. Achso, nee, das brauchen wir nicht, das ist glaube ich so, ja, ein Streuaufbau. Der kostet 7.650, der kostet 8.000. Dann nehmen wir uns den wohl mit. Den Schuitemarker. Den mieten wir uns jetzt. Holen uns erstmal unser Gewicht wieder. Das liegt ja hier noch. Da kommen wir gerade so nicht ran. Also erstmal einen Anhänger dran. So, bin jetzt mal einfach nach dem Spiegel gefahren, den ich da oben rechts habe. Danach kann man sich wenigstens relativ gut richten, wenn man einen Anhänger anhängen möchte. Das ist schon gar nicht so schlecht. So, ich gucke auch gerade mal, ob ihr das hört, wenn ich hier lenke, weil das Lenkrad ist halt ein bisschen lauter durch die Motoren, die da drin sind. Aber Mikrofon pegelt dabei nicht aus, das ist schon mal sehr gut. Auch das wäre natürlich qualitativ dann schlecht, wenn man das hören würde. Ui, das ist ein Klotz. Lässt sich wirklich geil fahren. Ich bin tatsächlich doch begeistert. Ich weiß gar nicht, was mich die ganze Zeit geritten hat, mit dem anderen Lenker zu spielen. Alle haben gesagt, nee, das ist voll cool. Nein, ist es nicht, aber doch, ist es cool. Einziger Nachteil ist tatsächlich, dass die Konsolen jetzt dadurch sehr weit von mir weg mussten. Aber auch da kann ich mich dran gewöhnen. So,
Das Rendern dauert gar nicht so lange. Nicht so lange, wie ich gedacht habe. Da wird dann wahrscheinlich gut. Okay, es ist auch immer abhängig davon, was so alles gemacht wird. Wenn ich sehr viel in dieser Innenperspektive hier auf der Straße unterwegs bin, wird das, glaube ich, ein größeres Video. Also von der Megabyte-Anzahl oder Gigabyte-Anzahl her. Als wenn ich jetzt einfach nur viel irgendwo rumstehe. Uiuiuiui, da geht aber meine Knie. Eieieiei, Hallöchen. So, dann wollen wir das hier gleich mal ganz schnell aufsammeln. Wir gehen schon mal auf den Ladewagen. Ja, dann fangen wir am besten da an, wo wir auch mit dem Mähen angefangen haben, weil da dürfte ja quasi ja die Einfahrt dazu sein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Genau da. So. Das ist jetzt zum Beispiel eine Arbeit, die man halt perfekt aus der Cockpit-Ansicht fahren kann. Da hat man hier den besten Überblick einfach, wenn man so ein bisschen weiß, wie weit man in der Kurve ziehen muss, damit auch das in der Kurve mitgenommen wird, dann ist das schon sehr gut. Also ertragstechnisch. Ja, das wird eine ganze Menge. Wenn wir jetzt pro Spur hier diese 10.000 Liter haben. Das ist viel. Dann ist es sogar noch mehr, als ich mir hätte vorgestellt eigentlich. Erste Rutsche fahren wir ja auch mal so rum. Boah, das macht echt Spaß mit dem Lenkrad. Ich bin begeistert. Ich freue mich schon auf. Also ja, ich habe ja eine Aufnahmesession auf meinen Stream, den ich nachher noch mache. Da freue ich mich schon drauf. Immer dieses Zeitblasen-mäßige, damit muss ich noch klarkommen. Denn wir haben heute Freitag, wo ich aufnehme. Die Folge hier kommt jetzt weiß ich gar nicht. Das müsste, glaube ich, die Folge für den Montag sein, für den Heiligabend. Ja, müsste. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch frohe Weihnachten erstmal, denn ja, es ist die Folge für Heiligabend. Sollte ich mich vertan haben, habt Nachsehen mit mir, dann war es entweder zu früh oder zu spät. Kann ja mal passieren. So, und in dem Moment gucke ich auch auf Uhr und sehe, die Folge ist vorbei. Wir machen morgen weiter hier auf der Wiese mit dem Aufnehmen des gemähten Grases. Und denke, auch das sollten wir in einer Folge gut hinbekommen. Ja, dann wünsche ich euch, wie gesagt, erstmal noch einen schönen heiligen Abend. Sollte es tatsächlich so sein. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Einschalten, Zuschauen und dabei sein. Lasst ein paar Kommentare da, wie gesagt, qualitätsbezogen. Lasst was da, was habt ihr zu Weihnachten bekommen, in den Kommentaren. Schreibt mir da sehr gerne. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Aktiviert für euch selbst die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ich wünsche euch einen schönen Resttag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.